Mein Name ist Florian Groß, ich bin 44 Jahre alt und habe seit 15 Jahren hier in Dreieich meine Zahnarztpraxis, eröffnet 2001. Studiert habe ich in Frankfurt Zahnmedizin, Abschluss 1998 und selbstständig direkt nach der Assistenzarztzeit. Hier bei mir in der Praxis bieten wir sämtliche Bereiche der Zahnheilkunde an. Die technische Ausstattung der Praxis muss natürlich funktionell sein und muss den technischen Anforderungen hundertprozentig genügen. Was nicht bedeutet, dass jedes neue Gerät, was am Markt platziert wird, unbedingt angeschafft werden muss, damit man up-to-date in seinem Beruf ist. Solche Entscheidungen möchten wohl überlegt sein. Die Patientenbedürfnisse haben sich in den letzten Jahren tatsächlich sehr verändert. Es würde sich heute fast keiner mehr mit dem sogenannten Goldstandard zufrieden geben, also metallische Versorgungen im Mund, die möglichst noch im sichtbaren Bereich sich befinden, würde heute keiner mehr als eine Wunschbehandlung akzeptieren. Meiner Meinung nach gibt es keinen Grund mehr, als Gerüstmaterial für festsitzenden Zahnersatz Goldlegierungen zu verwenden, die auch aufgrund des massiv gestiegenen Goldpreises sehr kostenintensiv geworden sind. Früher war das umgekehrt, da war die Zirkonversorgung bzw. ein Gerüst aus Zirkon gegenüber der Goldgerüstversorgung im Preis deutlich höher. Das hat sich mittlerweile durch den Goldpreis und durch die viel höheren Stückzahlen, die bei Zirkon angefragt werden in den Laboren, relativiert, sodass man eine Zirkonversorgung sicherlich zu einem günstigeren Preis schon anbieten kann als eine verblendete Goldlegierung. Die Entscheidung, welche Materialien für Restaurationen verwendet werden, ist eine gemeinsame Entscheidung zwischen die vom Zahnarzt und dem Patienten gleichsam getroffen wird. Ich biete den Patienten nach den vorliegenden Möglichkeiten Restaurationen an und der Patient hat dann leider die Qual der Wahl, sich auf einem artfremden Terrain entscheiden zu müssen. Natürlich gibt es Grenzen für verschiedene Versorgungen, die der Zahnarzt natürlich kennen sollte und dementsprechend Vorschläge dem Patienten präsentieren muss. Besonders wichtig im Seitenzahnbereich ist bei Restaurationen natürlich die Stabilität der Versorgung und die Langlebigkeit der Versorgung. Ich fordere monolithische Zirkonversorgungen gerne für den hinteren Seitenzahnbereich an, weil zum einen dort die Belastungen sehr hoch sind, die nur entweder durch Metall oder durch Zirkonoxidkeramik dauerhaft getragen werden können. Anfälliger sind die verblendeten Zirkonarbeiten, weil man doch in einer gewissen Anzahl der Versorgungen über längere Zeit Brüche der Verblendkeramik zu verzeichnen hat. Und die Vollzirkonarbeiten haben keinerlei Versagen, also bisher habe ich noch keinerlei Versagen festgestellt. Dafür haben sie optische Nachteile, die aber im hinteren Seitenzahnbereich nicht zum Tragen kommen. Zirkonversorgungen, das betrifft nicht nur die monolithischen Zirkonversorgungen, sondern alle, können natürlich auch konventionell zementiert werden bzw. adhesiv zementiert werden, was eine deutliche Zeitersparnis gegenüber von Presskeramiken und Schichtkeramiken bedeutet. Man muss nicht mit Flusssäure hantieren, man muss nicht silanisieren, sondern kann einfach auf den vorbereiteten Zahnstumpf diese Zirkonversorgung aufzementieren, mit welchem Zement auch immer. Eine Abrasion der Antagonisten bei Versorgungen aus Vollzirkon habe ich auch noch nicht festgestellt. Das ist meiner Meinung nach eine Frage des sorgfältigen Arbeitens. Wenn die Versorgungen ordentlich passen, kann es keine Abrasion der Antagonisten geben. Das würde auf einem Behandlungsfehler beruhen. Natürlich wäre es ein Vorteil, in einer Zeitspanne von 1 bis 1,5 Stunden einen befallenen Zahn fertig zu restaurieren und den Patienten wieder nach Hause schicken zu können.
das ist meiner Meinung nach aber nicht realisierbar. Der Moment, wo die Arbeit, die Rekonstruktion fertig im Mund verbleiben kann und man seine Sitzung beendet hat und man sein Werk selbst anschaut und dem Patienten einen Spiegel geben kann, dass er sich das auch selber anschauen kann, ist ein Moment, wo man unmittelbar die Früchte seines Schaffens sehen kann und das verleiht einem natürlich im Beruf ein Erfolgsgefühl und Befriedigung.